Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber in der heutigen Episode bin ich nicht allein. Zu Gast ist Donato Muro und es geht heute um das Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Und da hat er eine Menge zu sagen. Was genau, das erfahrt ihr jetzt. Donato, erste und allerwichtigste Frage wie immer, wie geht's dir? Guten Morgen, mir geht's gut und dir? Bisher auch, es ist noch, naja, recht morgen, aber es geht ja noch. Und recht Montag halt bei uns Recht beiden Montag gerade, halt ne? so. Genau. Donato, was machst du denn genau, wenn du nicht gerade Podcast aufzeichnest? Genau, ich bin Arbeitsschützer, das heißt also, ich bin Sicherheitsingenieur unter anderem und das kann man auch Vollzeit betreiben. Das ist halt so, und ja, wir machen halt Arbeitsschutz. Das ist halt ja die Prävention sozusagen. Wenn man mich fragt, was machst du den ganzen Tag, dann antworte ich halt, ich kümmere mich darum, dass der Arzt erst gar nicht kommen muss, halt im Endeffekt. Das ist also so eine Mischung aus Papierkram. Das heißt halt, viele Sachen benötigen halt einen Formalismus aufgrund der Gesetzgebung. Hier ist halt das Arbeitsschutzgesetz. Und den Rest des Tages bin ich halt draußen und schaue mir halt an, ob sich die Leute halt auch daran halten. Ja. Bist du denn eher beliebt in deinem Umkreis? Es kommt immer darauf an, aber auf der Weihnachtsfeier sitzen wir halt oft mit den Leuten von Six Sigma zusammen oder Lean Management. Das sind die, die halt dauernd die Arbeitsprozesse optimieren möchten. Nee, es gibt Jobs, da bist du, glaube ich, beliebter, aber ich erkläre mal den Leuten, warum ich das jetzt so mache oder warum ich denen irgendein Werkzeug wegnehme. Also ich erkläre es wirklich lang und breit. Ich sensibilisiere mir auch die Leute damit. Und am Ende des Tages sind die wenigsten auf mich böse. Ja, aber der eine oder andere, der es einfach nicht verstehen will, weil er schon immer so getan hat, der muss dann auch den Arbeitsplatz oder die Baustelle einfach verlassen und darf dann auch nicht wiederkommen halt. Ja, das passiert schon mal. Ja, du hast ja jetzt schon so ein paar Sachen angeteasert, was genau deine Arbeitsaufgabe ist, aber jetzt beschreib doch mal auch zum Thema Sensibilisierung. Wie genau machst du das? Was sensibilisierst du da den ganzen Tag? Also es gibt halt, oder ich fange mal andersrum an, es gibt halt immer wieder Leute, wir arbeiten hier mit Erwachsenen zusammen, die sind teilweise auch älter als ich, haben auch ja, mehr Berufserfahrung als ich im Handwerk oder in anderen Berufen. Dann höre ich halt immer wieder, ja, Donato, voll unnötig, ich bin schon als kleiner Junge auf Bäume geklettert, bin da mal runtergefallen, das Wehwehchen tat dann aber auch nicht so weh, habe dann weitergemacht. Alles richtig, alles schön. Das Problem ist aber halt hier, wenn man es Problem nennen darf, es gibt einfach ein Arbeitsschutzgesetz, da steht drin, der Arbeitgeber ist für die Arbeitnehmer verantwortlich. Unter anderem halt auch für den Arbeitsschutz und Umweltschutz. Das heißt also, wenn du jetzt als Angestellter auf den Baum kletterst und du fällst dort halt runter und brichst dir halt hier einen Knochen oder ein Bein, dann ist halt der Arbeitgeber halt hier für eine Verantwortung und auch in der Haftung. Du kannst privat immer alles machen, was du möchtest. Du kannst dich zu Hause auf den Drehbürostuhl halt stellen, dort deine Glühbirne wechseln. Im Unternehmen darfst du halt nicht den Drehbürostuhl nehmen, um die Glühbirne zu wechseln. Und Glühbirnen wechseln im Unternehmen macht halt eh nur die Elektrofachkraft oder die EUP, weil das hier Arbeiten an spannungsführenden Teilen sein könnte halt. Ja, super Beispiele, weil anhand der Beispiele sieht man ja schon, wenn die Leute Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit hören, haben sie meistens irgendwie so im Kopf, wir sind auf der Baustelle unterwegs und überprüfen da oder schwer körperliche Tätigkeiten. Aber wie ist denn deine Einschätzung? Wo ist denn die Gefahr größer? Auf der Baustelle oder im Büro oder im Pflegeheim oder wie siehst du das? Also es kommt immer ganz drauf an, wo wir uns gerade befinden. Bei so Großbaustellen, da sind ganz viele Sicherheitsingenieure, ganz viele Sigikos. Die Gefährdung ist dort sehr hoch, ist richtig. Dort wird aber auch viel Aufwand betrieben, von Kollegen, von Kolleginnen vor Ort. Die sind vor Ort, sensibilisieren. Eben die Frage, wie wird sensibilisiert? Wir unterweisen halt mit Bildern, mit Texten, mit Videos, lassen uns das auch vorher abzeichnen von denen und machen dann unsere Kontrollgänge. Die Gefahren sind hier vielfältiger, aber es wird von uns besser überwacht. Da hast du ja gerade nochmal das Büro oder auch das Pflegeheim angesprochen. Da sind die Gefährdungen zwar geringer, es kommt aber hier häufiger zum Unfall oder zum Schaden.
Warum? Weil halt hier die Sensibilisierung nicht so wichtig ist. Dort kann man froh sein, wenn man die vorgeschriebene jährliche Unterweisung macht. Aber auch im Büro oder auch gerade in der Pflege sind Gefährdungen einfach da. Wir wären mal bei dem einfachsten Büroarbeitsplatz. Du bist gerade am Sitzen, ich bin gerade auch im Büro am Sitzen. Ein falsch eingestellter Monitor, ein falsch eingestellter Arbeitsplatz, das führt alles zur Ergonomie. Das tut nicht von heute auf morgen weh. Also es spricht kein klassischer Unfall. Wir wollen immer zwei Sachen präventiv vorbeugen. A, den Unfall und B, die Berufskrankheit. Die falsche Ergonomie am Arbeitsplatz wird halt hier heute in 5, 6 Jahren ein so schwerwiegendes Problem körperlich halt erzeugen, dass nicht mal der beste Physiologe der Welt dich wieder gerade kneten kann halt, ja. Also auch hier sind Gefährdungen einfach da. Ja, und da geht es halt nicht darum, dass ich mir vielleicht irgendwie einen Finger abschneide oder so im Büro, da ist wahrscheinlich da die Gefahr geringer, aber es lauern halt viele kleine Gefahren, die dann in Summe fast genauso schlimm, wenn nicht sogar noch schlimmer sind. Und vor allem auch, glaube ich, dieses Nicht-Bewusstsein. Also auf der Baustelle ist halt einfach dieses Bewusstsein, dass es gefährlich sein kann, größer, als es eben in vermeintlich sichereren Jobs oder nicht so gefährdenden Jobs ist. Das macht eben... Ich finde es auch spannend, es gab ja mit der Einführung des Sicherheitsgurtes auf einmal viel, viel mehr Tote bei Verkehrsunfällen, weil alle auf einmal gedacht haben, so, jetzt haben wir einen Sicherheitsgurt, jetzt kann ich ja fahren, wie ich will, der schützt mich ja. Und so ist es, glaube ich, auch ähnlich im Büro. Na, ich habe ja jetzt hier einen sicheren Arbeitsplatz und dadurch kann mir ja nichts passieren. Und dann können eben solche kleinen Sachen schon passieren. Das Wort, was du suchst, heißt Risikohomöostase. Okay. Das heißt halt, wie du schon sagtest, der Gurt gibt mir halt subjektiv ein höheres Schutzlevel. Deswegen fahre ich aber halt unsicherer und riskiere halt mehr Unfälle halt, ja. Das ist sehr spannend, das Thema. Das liegt immer ganz stark davon ab, wo du wohnst, wo du herkommst und was deine Kultur ist halt, ja. Okay. Sag mir doch mal, was sind denn so im Büro so typische Sachen, wo du immer sagst, das machen alle falsch? Da läuft immer irgendwie was schief. Vor kurzem hatte ein Kripo-Polizist aus Bayern eine Berufskrankheit angemeldet und auch durchbekommen. Mhm. Er hat sich halt beschwert, dass er einen Lungenschaden hat, weil er halt dauernd den Toner gewechselt hat bei sich im Büro. Und auch das ist halt eine winzige Kleinigkeit. Wer wechselt bei euch im Büro den Toner? Der halt gerade die arme Sau ist, am Kopierer steht und halt hier den Toner wechseln muss halt, ne? Toner ist aber erstens Feinstaub und zweitens, das sind Chemikalien dort. Das ist keine, was weiß ich, Lebensmittelfarbe. Sollte den Leuten halt klar sein. Jeder Staub, den wir einatmen, ist halt nicht gut. Mhm. Das ist schon mal die erste Gefährdung, um dort mit Chemikalien halt zu hantieren. Was ich mal vor ein paar Monaten gefunden habe, fand ich vom Produktdesign auch sehr kritisch. Das war halt eine Antikalkdose, also Entkalkungsmittel. Die war neben der Kaffeemaschine und die hatte ein gelbes Labeling gehabt und im Hintergrund waren Kaffeebohnen abgebildet auf diesem Entkalker. Da habe ich auch nicht verstanden. Gibt ja auch Leute, die können nicht lesen und schreiben. Das ist dann einfach so. Ich würde halt suggerieren, okay, weißes Pulver, da sind Kaffeebohnen abgebildet. Ist das vielleicht Milchpulver? Irgendwie sowas halt. Ansonsten ja, Büro halt immer noch Ergonomie ein großes Thema. Wie oft stehe ich am Tag? Wie oft sitze ich am Tag? Das 8 Stunden am Tag sitzen auf 40 Jahre ist nicht gesund. Das ist eine Zwangshaltung. Deswegen nehmen wir regelmäßig den Leuten, gerade in Verwaltungsbetrieben, ihre Telefone weg, ihre Kopiergeräte weg und ihre Kaffeemaschinen weg. Wobei die Kaffeemaschinen sind eh nochmal Brandlasten unnötige. Ja? Also ich spüre auch die Hände an meinen Hals. Wir zwingen sozusagen die Leute halt immer aufzustehen, um den Telefonhörer zu holen, aufzustehen, zum Kopierraum zu gehen. So ein Kopierer erzeugt ja auch Ozon unter anderem, sollte eh nicht eingeatmet werden. Sollen zur Kaffeemaschine laufen, ist auch gut für die Kultur und für die intersozialen Kontakte halt, ja. Also zur Kaffeemaschine gehen. Also sprich, man soll nicht 8 Stunden am Tag sitzen einfach. Okay. Sag mir doch mal übergreifend, unabhängig jetzt, welche Branche, worauf muss ich auf jeden Fall achten? Was ist einfach so das absolute To-Do zum Thema Arbeitsschutz? Also selbst wenn ich jetzt bloß einen Mitarbeiter habe oder gar keinen Mitarbeiter, wenn ich mich selber schützen muss, worauf muss ich unbedingt achten?
Genau, wenn man ein Solo-Selbstständiger ist, dann gelten halt nur die DGUV-Vorschriften für den jeweiligen Unternehmer. Wir müssen halt hier immer unterscheiden. Das ist ein bisschen komplex in Deutschland, bin aber ein Fan davon. Wir haben einen Dualismus in Arbeitsschutz. Das heißt halt, wir haben zwei Parteien, die uns halt hier Regeln geben. Einmal die deutsche gesetzliche Unfallversicherung, die gilt für jeden Unternehmer und jeder Angestellte ist halt hier pflichtversichert. Dann haben wir halt einmal das Arbeitsschutzgesetz, das ist halt sozusagen die staatliche Seite. Jetzt gebe ich hier eine Frage zurück. Soll das, was muss der Unternehmer tun oder was müssen die Angestellten tun? Minimalprinzip. Also ich sag mal, der Arbeitgeber muss ja zumindest die Rahmenbedingungen schaffen und der Genau. Arbeitnehmer muss diese umsetzen. Also es ist für beide Seiten einfach verpflichtend. Das ist ja das Besondere beim Genau. Arbeitsschutz, ja. Das war ja die Frage, soll ich dir aus Sicht der Führungskraft, des Unternehmers sagen, was Ja. verpflichtend ist oder eher aus Sicht des Angestellten? Dann mach beides. Okay. Leg los, womit du möchtest. Die Geschäftsführer oder der Geschäftsinhaber oder Inhaberin, die müssen halt Ja. einfach eine Gefährdungsbeurteilung machen. Das finden wir in Paragraph 5 Arbeitsschutzgesetz. Ein solches Fehlen von einem solchen Dokument oder ein nicht vollständiges Dokument kostet halt laut Bußgeldkatalog 5.000 Euro halt. Ist schon mal nicht schön. Das heißt Gefährdungsbeurteilung. Ich brauche Betriebsanweisungen. Betriebsanweisungen gibt es vier verschiedene. Einmal für Betriebsmittel, sprich halt auch die Kaffeemaschine, der Computer, der Aktenvernichter. Wenn dann PSA getragen werden sollte, dann braucht man eine Betriebsanweisung auch für PSA. Mit PSA meine ich, jetzt stehe ich um Schlauch, ich nutze immer nur die Abkürzung persönliche Schutzausrüstung. Dann halt einmal für Gefahrstoffe. Jetzt sagen die ganzen Bürobetriebe, wir haben keine Gefahrstoffe. Schaut mir bitte unterm Waschbecken nach. Die Gefahrstoffe erkennt man an der roten Raute, rot umrandet, weißer Hintergrund, schwarzes Piktogramm. Das sind diese GRS-Symbole. Dann hat man halt einen Gefahrstoff. Also Reinigungsmittel und so weiter und so fort. Genau, Entkalker, Reinigungsmittel. Das Letzte, was Bürobetriebe auch nie haben, sind halt irgendwie Betriebsanweisungen gemäß Biostoffverordnung. Was sagt die Biostoffverordnung? Die regelt halt biologische Gefährdungen. Kann aber auch eine giftige Pflanze sein, die irgendwie auf dem Balkon wächst. Ja, also auch hier halt nochmal einen Blick in die Kaffeemaschine schauen, wie sie am Montagmorgens ausschaut. Wenn der Kaffeefilter komplett verschimmelt ist, dann hast du halt eine Belastung von Schimmelpilz in der Luft, die höher als 500 Sporen pro Kubikmeter ist. Davon geht eine Gefährdung halt aus. Ja, so Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisung. Und die jährliche Unterweisung sollten die Mindestkriterien, sein, die der Unternehmer erfüllt. Da gibt es noch Für ganz viele andere Sachen, aber das reicht praktisch erstmal. jeden Job, ne? Und das, Für was du jeden gerade Job, erwähnt für hast, jeden. da gibt's keine Ausnahmen, ne? Also Nein, das gibt ist es nicht. so. Und jetzt kommen wir nochmal auf den Arbeitnehmer. Worauf hat der zu achten? Der Arbeitnehmer muss tatsächlich eine Sichtprüfung vornehmen, eine tägliche, ob seine Betriebsmittel in Ordnung sind. Was sind seine Betriebsmittel? Leiter, Computer, Telefon halt, wenn es halt ein Betriebsmittel ist, ja. Also ich muss die halt vorher checken. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich muss halt einmal prüfen, er muss weisungsbestimmt halt arbeiten. Das heißt im Endeffekt, wenn man ihm halt vorgibt, arbeite so und so und so, müssten die auch so arbeiten. Kleines Beispiel, wir hatten mal eine Reinigungsfachfrau gehabt. Da war in der Betriebsanweisung angegeben, also in ihrer Arbeitsanweisung, nicht mit den Händen in den Mülleimer greifen. Das ist zu gefährlich. Immer nur die Tüte rausnehmen, zumachen und dann halt weg. Sie hat jedes Mal, weil sie eine Plastiktüte sparen wollte, trotzdem mit den Händen in den Mülleimer gegriffen halt. Das geht halt nicht. Also die müssen schon weisungsgebunden arbeiten und wenn die erkennen, hier ist halt ein Risiko, dann dürfen sie es halt nicht eingehen. Das Letzte, was sie machen müssen, sind Mängel und Defekte melden an Sicherheitseinrichtungen. Auch ein einfaches Beispiel, wenn jetzt im Stromkabel jetzt hier eine kleine Kitsche drin ist, dann müsste er halt sagen, okay, das ist ein Stromkabel, davon kann eine Gefahr ausgehen, wobei 230 Volt sind tödlich. Da müsste er das Betriebsmittel ausstecken, Stecker ziehen und sagen, liebe Führungskraft, das Betriebsmittel ist defekt hier. Okay. Jetzt sag mir doch mal, du bist ja auch selber im Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement, ja, schon auch mit involviert. Bedingt auch. Wo siehst du die Grenzen im Arbeitsschutz und wo müsste dann eben ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement angreifen?
Genau, das betriebliche Gesundheitsmanagement, sagt dir der Name schon, ist halt ein Management, was dahinter steckt. Der Arbeitsschützer vor Ort, entweder die Fachkraft für Arbeitssicherheit, ach, die Fachkraft für Arbeitsschutz oder der Sicherheitsingenieur, sind ja auch ausführende Organe. Das sollte von irgendjemandem gemanagt werden, jemand aus dem BGM, weil das halt hier die beste Schnittstelle ist. Oft sind die Leute vom Human Resources gemanagt, also die Arbeitsschützer, die können mit dem Arbeitsschützer einfach null anfangen halt, ja. Deswegen ist halt BGM und Arbeitsschutz gehen halt Hand in Hand. Wir verfolgen ja auch dasselbe Ziel, wobei halt eventuell aus anderer Sichtweise. Der Arbeitsschützer vor Ort möchte halt technische Sicherheit gewährleisten. Wir haben auch den Anspruch, seit 2011 die psychologische Gefährdungsprüfung zu erstellen. Da sage aber ich als Ingenieur mit Background, das mache ich halt nicht. Das gebe ich halt ab an jemanden, der es einfach besser kann. Da sehe ich auch das BGM halt. Und dass halt eher halt das koordiniert wird auch. Und das ist auch meine Erfahrung. Also häufig, ich sag mal, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, das eine Unternehmen macht es ein bisschen besser, das andere macht es ein bisschen schlechter, aber dadurch, dass es halt verpflichtend ist, wird es schon so grob und ganz durchgeführt. Aber die Leute aus dem Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit sprechen seltenst mit der Personalabteilung, die sich dann ums betriebliche Eingliederungsmanagement kümmert, sprechen seltenst mit irgendwelchen Kursanbietern oder anderen Präventionsdienstleistern. Also es wird halt jede Säule separat gemacht, ne? Und das ist so ein bisschen auch, ich sag mal, Kernbotschaft dieses Podcasts hier, einfach auch mal, ich sag mal, eine Art Vogelperspektive zu übernehmen und alle Bereiche miteinander zu verknüpfen, ne? Dass sich der eine mit dem anderen unterhält, weil ihr seid ja letzten Endes diejenigen, die feststellen, dass Mängel sind, aber ihr beseitigt ja nicht diese Mängel oder ihr steht ja nicht den ganzen Tag daneben und wenn ihr jetzt das Telefon von A nach B räumt und am nächsten Tag der Mitarbeiter wieder das Telefon zurückräumt, ja, dann seid ihr ja immer nicht direkt vor Ort so. Und da ist halt einfach dieses Zusammenspiel ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen vielen lieben Dank, dass du auch meiner Einladung gefolgt bist, hier im Podcast zu kommen, einfach um das Thema Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit nicht immer nur aus der Brille, ach, die nerven jetzt, die wollen wieder irgendwelche Checklisten abgehakt haben und so weiter und so fort. Wie schätzt du denn aus deiner Sicht den Bereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit in den Unternehmen ein? Wo sind denn da die größten Mängel? Wo sind noch Probleme? Du hast auch schon das Stichwort psychische Gefährdungsbeurteilung angesprochen. Da weiß ich auch, dass es da noch ganz schön Nachholbedarf gibt. Wie schätzt du die Lage ein? Also aus Sicht des Unternehmers eher kritisch, aus meiner Sicht eher gut. Ich meine, ich lebe davon, dass die Leute dort halt das eine oder andere Wehwehchen offen haben. Wie kommen wir an diese Kunden? Ganz oft halt Marktmitbewerber verpetzen sich halt hier gegenseitig, laden sich gegenseitig die Berufsgenossenschaft ins Haus oder das Gewerbeaufsichtsamt. Wenn wir dann vor Ort sind und so eine Erstanalyse machen, es fehlt generell an allen Dokumenten. Also unabhängig von der Gefährdungsbeurteilung, die fehlt am häufigsten. Auch in gut aufgestellteren Betrieben. Aber A fehlt erstmal dieser formale Anspruch, den der Gesetzgeber sich halt wünscht. Und ja, zweitens, ganz oft haben halt die Leute auch nichts mit Arbeitsschutz zu tun, gerade in kleineren bis mittelständischen Firmen. In Großkonzernen ist das nicht das Problem, da ist halt alles geregelt. Die haben dann aber auch eine Arbeitsschutzabteilung, wo dann 10 Ingenieure sitzen und das halt hauptberuflich machen. Also es fehlt halt an den Dokumenten und auch hier an den Sensibilisierungsmaßnahmen, dass die Leute von sich aus sagen, ich möchte erst gar nicht risikohaft arbeiten. Halt einige haben halt immer noch diese Einstellung, ich mache es mal eben schnell halt oder ich will jetzt heute noch fertig werden und ist dann egal, ob ich noch auf 10 Meter Höhe ohne meine Rettungsgeschirr stehe. Ich muss ja halt heute noch fertig werden halt. Und wie du eben auch sagtest, es gibt ja den gesetzlichen Anspruch, sich betreuen zu lassen. Beim BGM ist es ja leider nicht so. Aber auch hier gibt es ja halt einen Mehrwert, wenn der BGM vor Ort ist. Also man kann ja, und BGM fängt ja nicht damit an, dass es hier einen Fresskorb jeden Morgen gibt, Obst, Banane, Orangen. Da steckt ja viel mehr dahinter halt. Ja. Wenn ich jetzt so, ich sage jetzt mal, ich habe ein kleines Team, 5, 6, 7 Mitarbeiter, das Thema Arbeitsschutz war bisher, weil ich ein Startup bin, vielleicht nicht gleich oberste Priorität. Wie kann ich denn jetzt starten? Was wäre so deine Empfehlung? Was wären jetzt so die ersten Schritte? Sich halt jemand raussuchen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Beides ist gut. Bei kleineren Betrieben unter 50 Personen kann der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin sich bei der BG melden und hier das Unternehmermodell halt an- oder auswählen. Dann wird der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin einmal im Jahr zu einem dreitägigen Kurs bei der BG halt eingeladen, ist dann aber auch für die ganzen Dokumentenerstellungen, für die Unterweisung, für alles verantwortlich aus dem Arbeitsschutz.
Okay. Das kann mal spannend sein, wie jemand für dich, du hast eh damit viel zu tun, jemand jetzt irgendwie eine Handwerksfirma führt oder ein Callcenter führt, der noch nichts von Arbeitsschutz weiß, für ihn oder für sie wird das eventuell eine zu hohe Belastung sein, neben den täglichen Aufgaben der Geschäftsführung. Der wäre halt die Alternative, sich halt einen externen Dienstleister ins Boot zu holen, der halt hier berät, der halt hilft beim Dokumenten erstellen und der dann schaut, dass es jedes Jahr ein bisschen besser wird. Denn man wird diese Unternehmen nicht von heute auf 100% bringen. Das ist ein Prozess. Das muss man dann aber ja auch wissen und das muss man auch wollen, dass es halt jedes Jahr ein bisschen besser wird. Ja, und vom Kosten-Nutzen-Verhältnis, wenn man jetzt mit externen Dienstleistern zusammenarbeitet, wie schätzt du das ein? Das ist nicht teuer. Also wenn man sagt, man hat unter 10 Personen, das wird sich hier im Rahmen von unter 1.000 Euro ja, verhalten, sage ich mal, je nachdem, ob es jetzt so eine kleine Chemiebude ist mit 10 Leuten oder ein Bürobetrieb mit 10 Leuten. Da sind nochmal ein paar Euro plus minus drinnen. Ansonsten sind die Kosten überschaubar und ja. Du hast halt einen Experten oder eine Expertin, die dir halt sofort hilft auch. Und machen wir uns nichts vor, den letzten Neukunden, den wir gewonnen hatten, war ein Zahnarzt, hat auch ja, 5 Angestellte. Da sagte Herr Muro, ich will damit nichts zu tun haben, machen Sie alles Nötige, dass wenn was passiert, halt ich nicht dafür haften muss. Ich habe gesagt, ja, mache ich. Aber jedes Mal, wenn wir halt die Termine vor Ort sind, mache ich ihm halt klar, dass das sein Job ist und ich sensibilisiere ihn halt. Also ich gehe davon aus, dass er heute in 2 Jahren dann, dass wir dann beim Du sind oder dann sagt Donato, gut, dass du mir das alles gezeigt hast, das ist ja mein Job halt, ne? Das ist ja, sind ja auch meine Mitarbeiter, denn er hat den Mehrwert, wenn seine Angestellten halt nicht krank werden und wenn sie mal krank werden, dass er halt nicht in der Verantwortung ist, ja. Das ist aber, man muss sie halt einfach mitnehmen, die Leute halt. Für die ist es erstmal ein Papierkram, ein Übel. Das ist aber genau das genaue Gegenteil. Ja. Und es schützt halt vor, ne? Also es geht halt genau darum, dass es eben doch, wir sind halt sehr, 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 sehr stark im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung, Prävention und nichts anderes macht ihr ja auch, ne? Also wir wollen ja nicht, dass erst das Kind in den Brunnen fällt und dann ist es zu spät, ne? Sondern in deinem Fall willst du vorher den Brunnen Genau. Da absperren. würde halt eine Maßnahmenkette eingeleitet werden, nach technisch, organisatorisch, persönlich, technisch halt irgendein Gitter drauf absperren, dann wäre ich zufrieden. Ja, super. Dann kommen wir mal zu dem Punkt Zertifizierung. Also muss ich mich irgendwie zertifizieren lassen, dass mein Arbeitsschutz gut ist oder was gibt es da für Möglichkeiten? Genau, also du musst nicht, die meisten mittelständischen bis kleinen Firmen müssten sich irgendwo zertifizieren lassen. Immer dann, wenn man halt mit einem Big Player halt ins Geschäft kommen möchte, dann sagen die, hast du 9.001, hast du 14.001, hast du 45.001. Was steckt dahinter? Das sind weltweit gültige Normen, einmal für Qualitätsmanagement, einmal für Umweltmanagement. Und letztendlich die neue 45.001 ist von 2018, ist halt das Arbeitsschutzmanagementsystem. Das Schöne ist beim Arbeitsschutzmanagementsystem, die Norm sieht vor, wenn man sich danach zertifizieren lassen möchte, dass halt Arbeitsschutz und auch Gesundheitsschutz sichergestellt sein muss in der Firma. Und bei den Audits frage ich halt, haben Sie ein BGM? Wenn die dann Nein sagen, dann müssten Sie irgendein anderes ähnliches System haben. Dann wird dort aber nochmal ganz tief nachgebohrt, wie das vor Ort läuft. Wenn die sagen, ja, wir haben BGM, dann wird halt der BGM-Manager oder Managerin eingeladen mit zu dem Audit. Dann wird halt erzählt, was halt präventiv getan wird, um Mitarbeiter halt im Betrieb zu halten und deren Gesundheit im Betrieb zu fördern halt. Das heißt also, so eine Zertifizierung macht, ich sage jetzt mal, aus Prestigegründen wahrscheinlich wenig Sinn. Das macht nur Sinn oder aus seiner Erfahrung heraus wahrscheinlich, es machen nur Unternehmen, die es machen müssen, gerade wenn sie mit größeren Unternehmen, Konzernen dann zusammenarbeiten, die es einfach fordern. Was Genau. kostet sowas? Also man ist halt die Frage, was man alles braucht. Minimum braucht man halt die 9.000, also das Qualitätsmanagement, wenn man jemanden aus der Automobilbranche zum Beispiel beliefert nur. So ein Audit hat darauf an, wie viele Personen man hat, wie viele Standorte man hat. Man ist aber halt hier in einen 3-jährigen Vertrag gebunden bei dem externen Zertifizierer. Und gehe mal davon aus, dass es pro Jahr nicht weniger als 3.000 Euro kosten wird.
Und das ist dann halt nur, dass der Auditor kommt. Du musst noch irgendeinen beschäftigen, der sich halt auch um die Dokumentation kümmert, etc. pp. Also du musst dem Auditor irgendwas vorweisen können. Und das macht dann halt meistens der Qualitätsmanager, der Umweltmanager oder der Arbeitsschutzmanagementbeauftragte im Unternehmen oder auch die BGM-Schnittstelle. Okay, perfekt. Wenn ich mehr zum Thema Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit erfahren möchte, welche Quellen gibt es allgemein und welche Quellen gibt es von dir? Ja, also allgemein ist halt immer die eigene BG der beste Ansprechpartner. Warum sage ich die eigene? Wir haben roundabout 9 verschiedene Berufsgenossenschaften. Das gilt nur für die Leute aus der Privatwirtschaft. Alle anderen Personen aus dem öffentlichen Dienst oder aus dem Beamtentum wenden sich hier an die Unfallkasse ihres Bundeslandes. Zum Beispiel, du sitzt jetzt bei dir, ich sitze bei mir im Ingenieurbüro, wir unterliegen beide der VBG, sprich der Verwaltungsberufsgenossenschaft. Mit unserer Mitgliedsnummer können wir auf der VBG-Homepage kostenlos shoppen. Was gibt es dort zu shoppen für uns? Informationsplakate, Informations-CDs, teilweise fertige Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen. Also deswegen ist der erste Ansprechpartner auch mit Hotline halt immer die eigene Berufsgenossenschaft. Die kommen auch raus, die wollen Freund und Helfer sein. Das ist so sozusagen die interne beste Adresse. Extern, da würde ich halt auf mich und mein Team verweisen und uns findet man halt unter der Homepage sicherermitarbeiter.com. Okay, was bekomme ich da? Da bekommst du halt ein paar Videos, da bekommst du auch einen eigenen Podcast, wo wir dann halt nur über Arbeitsschutz reden. Dann gehen wir aber auch schon teilweise sehr tief ins Detail. Zum Beispiel, wie darf man Gasflaschen halt lagern? Es gibt da halt eine lange Liste an To-Dos, an Verboten und an Sachen, die man darf. Dann gehen wir da wirklich ins Detail, ein, was man halt wie halt sicherstellen muss. Hier gibt es auch unseren YouTube-Channel und ansonsten, kann man halt so gucken, was wir noch so treiben. Aber der Podcast richtet sich schon, ich sage jetzt mal, auch an die Unternehmer, nicht jetzt an Sicherheitsleute oder wer ist da so eure Hauptzielgruppe? Die Hauptzielgruppe waren eigentlich alle Interessierten. Es kommt immer ganz stark darauf an, ob es eine Folge ist für den Unternehmer. Ab und zu gehen wir nur auf die Haftungsrisiken ein. Ab und zu richtet sich das Thema eher an Kollegen, Fachkolleginnen und auch ab und zu halt an Fremde. Also wir haben mal eine Umfrage gemacht, so ein Tracking gemacht, wer das am häufigsten hört. Die häufigsten Zuhörer, Zuhörerinnen, die wir haben, sind aktuell Leute, die sich gerade in der Ausbildung befinden zur Fachkraft für Arbeitssicherheit. Also alle, die gerade neu konfrontiert werden, bekommen da halt sehr gute Und Infos. nutzen das als Zusatzinfo. Genau. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Donato, das war eine ganze, ganze Menge an Input. Ich fand es schon mal mega cool. Hast du für uns so einen abschließenden Tipp? Irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe? Mein Lieblingsspruch im Rahmen, wenn man erzählt, was man macht, ich würde gerne noch abschließend erwähnen, Arbeitsschutz schützticht vor Arbeit halt. Ja, das ist eine Menge, die man dort leisten muss und Arbeitsschutz hört auch nie auf halt. Ja. Ja, es ist eine never-ending Story und da muss man stets dranbleiben. Und wie du das so schön gesagt hast, also es muss halt kontinuierlich verbessert werden. Das wird auch nie zu Ende sein. Und hat man eine Gefahr vermutlich beseitigt, dann muss man trotzdem ja stets und ständig sensibilisieren und dann eben auch Genau. die Augen und Ohren offen halten für die Veränderung. Ja. Donato, das hat mich gefreut, dass du hier im Podcast zum Interview da warst. Ich bedanke mich schon mal bei dir. Ich verabschiede mich auch schon mal von der Community. Wünsche euch alles Gute. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Ich sage schon mal alles Gute, bleibt gesund und überlasse dir die letzten Worte. Danke für die Einladung. Bleib gesund. Das ist, glaube ich, das wichtigste Thema, denn ja, ohne Gesundheit bringt auch die ganze Arbeit halt nichts. Ja. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.